Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Sea Dogs City of Abandoned Ships. Ja, wir starten wieder in eine neue Aufnahmesession rein und ich hoffe, ich konnte unser kleines Soundproblem so ein bisschen fixen. Hab ein bisschen rumgetestet gehabt und ich muss gestehen, ich war wahrscheinlich selbst daran schuld. Und ich habe erst ein bisschen vermutet gehabt, dass es an meinem letzten Software-Update lag. Von meiner Software hier fürs Soundboard. Was dann natürlich auch ein paar Auswirkungen aufs Mikrofon hatte. Aber wie ich festgestellt hatte, das hatte ich ganz vergessen. Ich hatte vor einer Weile mein Noise Gate hier beim Mikrofon ein bisschen umgestellt. Wie gesagt, ich habe ja zwei Katzen. Und einer von den beiden, der zahnt wahrscheinlich gerade ein bisschen, der läuft also sehr viel momentan rum und schreit so ein bisschen durch die Gegend, ne? Ist halt noch ganz klein, ist jetzt ein knappes Jahr gerade mal alt. Und damit man das nicht immer so im Hintergrund irgendwie hört, habe ich halt entsprechend mein Noise Gate nochmal anders eingestellt gehabt, um halt so ein bisschen die Hintergrundgeräusche rauszufiltern. Und dabei muss ich wohl irgendwie, das Noise Gate ein bisschen zu... zu kritisch eingestellt haben, dass immer mal, wenn ich mich einen kleinen Moment oder ein klein bisschen vom Winkel vom Mikrofon zu weit weg bewegt habe, dass er dann automatisch den Ton nicht mehr aufgenommen hat. Aber das sind immer mal so solche Dinge, ne? Ich bin halt nach wie vor kein Profi und ist dann schon mal viel wert, wenn man die Fehler dann zumindest entsprechend analysieren kann und dann ausfindig machen kann und im besten Fall natürlich dann auch ausmerzen kann, ne? So, wir werden mal gucken. Wir haben bloß für 21 Tage Lebensmittel, ne? Was haben wir hier? Kopfgeldjäger. Scheint nur einer zu sein, ne? Und dann? Wenn das nur einer ist, gucken wir doch gleich mal, was das für ein Schiff ist. So, der kam von hinten, glaube ich, irgendwo, ne? Ah ja. Eine Flöte. Ach du Gott. Naja, ist Beute, ne? Im Idealfall kriegen wir vielleicht sogar noch ein paar Lebensmittel. So, dann laden wir mal gleich wieder ein bisschen Streumunition. Im besten Fall können wir damit die Mannschaft ein bisschen reduzieren. So, der wird den Tag noch verfluchen, indem er sich mit uns angelegt hat, ne? Bei Fregatten. nicht wundern, ich bin ein klein bisschen angeschlagen. Ich habe wahrscheinlich mir irgendwie so eine Herbstgrippe oder irgendwie was eingefangen. Und ich hoffe, dass man es nicht allzu sehr mitbekommt, aber sollte ich mich ab und an mal ein bisschen räuspern oder so, dann möge man mir das mal verzeihen. Das bleibt leider mal nicht aus. Ich habe aber festgestellt, das scheint momentan vielen irgendwie zu gehen, ne? Also gerade auch hier im Streamer-Bereich von Kollegen und so habe ich das auch mal mitgekriegt, dass momentan anscheinend viele irgendwie ein bisschen mit Schnupfen und Erkältung irgendwie zu kämpfen haben. Also da bin ich offensichtlich gerade nicht der Einzige, der da ein bisschen zu kämpfen hat. Wir gucken mal, dass wir ein bisschen längsseits von der Flöte kommen. Damit wir dem Boschen hier so schnell wie möglich erstmal eine Ladung Taubenkerne verpassen können hier, ne? Theoretisch gesehen müssten wir schon dicht genug sein, ne? Ja. Wir könnten theoretisch schon entern, aber ich würde eigentlich ganz gerne die andere Seite auch nochmal reinschießen, ne? Je weniger Mannschaft hier an Bord ist, desto weniger brauchen wir machen. So. Vielleicht ergeben die sich schon. Mal gucken. Ja, wobei. Die sind nochmal mutig hier, die Burschen hier, ne? Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass die sich den Kampf stellen. Naja, gut, das war jetzt eher bildlich gesehen. Die wirkliche Chance hatten die jetzt nicht gerade. Aber wäre natürlich nicht schlecht, wenn man mich hier ranlassen würde. So, das nehmen wir natürlich alles wieder mit. Lass mich mal durch, hier hinten liegt auch noch einer.
So, dann guckt man natürlich die Türen wieder durch hier, ne? Aber im Moment haben wir zum Glück wieder genügend Platz. Oder Tragefähigkeit. So, den Eimer lassen wir mal hier. Ich denke mal, den werden wir nicht brauchen. Lasst mich durch. Das ist das einzige Nervige immer hier so ein bisschen, ne? Dass die hier alle so im Weg stehen bleiben. Das stört so ein bisschen. Bin ich mal tierisch gespannt bei dem neuesten Teil, der jetzt demnächst rauskommt. Ob das da alles schon so ein bisschen optimiert ist. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Können wir aufs Nachbarschiff nochmal schnell gucken, ne? Gucken wir hier nochmal. Oh, seht ihr, ist auch nochmal ein bisschen was drin. Nehmen wir doch nochmal alles mit. So, dann gucken wir oben nochmal. Hier sind auch nochmal ein paar Türen. Oder eine. Ja, seht ihr, hat sich schon gelohnt. Und wenn es nur der Smaragd gewesen wäre, ne? Oder Saphir. Saphir war es. So, dann kümmern wir uns mal um den Captain. Ja. Haben wir mal einen anderen Angriff genommen, ne? Also seht ihr, wir wollten das Schwert, glaube ich, noch wechseln, ne? Ich glaube, wir wollten das Schwert nochmal wechseln. So, was hat denn der hier so Schönes? Gucken, wie viel in der Schiffskasse ist. Ja. Da sage ich nicht nein, ne? Ah, ich glaube, die beiden Sachen brauchen wir nicht mitnehmen, ne? Das ist plus Krimskrams. Mehr dürfte hier, glaube ich, nicht sein. Haben wir, glaube ich, schon alles ausgeplündert. Oh, was der hier Leckeres zu essen hatte alles, ne? Das sieht ja mal nicht so schlecht aus. Da kann man ja fast neidisch werden. So, theoretisch gesehen, es ist ein Rang 4 Schiff, ne? Großartig beschädigt ist es auch nicht. Wir könnten überlegen, ob wir das Ding einfach mal erobern, ne? Ah, hat natürlich auch keine Nahrung so wirklich an Bord, ne? Das ist natürlich uncool. Waffen nehmen wir gleich mit. Medikamente nehmen wir gleich nochmal mit. Hegetuch können wir gleich noch mit rüberpacken. So, die Bohlen. Und theoretisch auch mit rüberpacken. So, was haben wir denn an Ladung? Nur ein bisschen rum. Okay. Ja, ich würde fast sagen, die Kapern brauche ich mal. Kapitän bestimmen. Dann nehmen wir mal wieder unseren Navigator. Weil der ist mal am einfachsten wieder zuzuweisen, ne? Offizier zuweisen. Und was hier? So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, dass wir hier nochmal in irgendeiner Stadt vielleicht anlegen. Und mal gucken. Wir haben ja eigentlich mit keinem so wirklich Streit, ne? Bis auf die Spanier. Also müsste man ja theoretisch auch in der Lage sein, hier irgendwo in der Nähe nochmal anzulegen in irgendeiner Stadt. Wir gucken mal, wo wir hier gerade waren. Wir waren bei St. Martin, ne? Nevis und Antigua hätten wir hier noch in der Nähe. Ich muss gestehen, hier oben müssen wir uns auch mal umgucken, ne? Gerade bei Bermuda, da scheint ein Piratenhafen zu sein, ziemlich großer. Das würde ich mir gerne mal anschauen. So, hier haben wir schon mal ein Ohr, nee, einen Sturm. Lass uns hier noch wegkommen. Sturm will ich natürlich überhaupt nicht rein. Den Sturm habe ich natürlich überhaupt keine Lust gerade. 19 Tage haben wir noch Lebensmittel. So, dann gucken wir doch mal, ob wir die Spanier hier in den englischen Hafen locken können. Das sollte doch funktionieren. So, zwei Schiffe. Patrouille aus zwei Schiffen. So, was sind das für welche? Gucken wir doch mal, was das für Schiffe sind. Eine Korvette und eine Brig. Na ja, gut, da brauchen wir nicht.
brauchen wir, glaube ich, nicht mehr wirklich mit eingreifen. Ne? Ich glaube, die Corvette dürfte gleich Geschichte sein. Die macht es nicht mehr lange. Ah, die Festung schießt auf die Spanier. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Da sage ich nicht nein. Mannschaft ist auch so gut wie runtergekämpft. Wir gucken, vielleicht können wir die Korvette sogar zur Kapitulation zwingen und müssen gar nicht großartig kämpfen. Wäre natürlich auch nicht so schlecht, ne? So, die verlieren auf jeden Fall schon mal Ladung. Ah, ich denke mal, im Idealfall dürften die kapitulieren. Oh, müssen bloß noch ein bisschen dichter rankommen. Aber es ist interessant, dass wir das erste Mal jetzt auch schon mal Piratenjäger im Hafen hatten hier, ne? So, dann wollen wir mal. Gut, dass wir mittlerweile schon... Ah ja, die kapitulieren. Okay. Der Feind hat sich entschieden, ohne Kampf aufzugeben. Schön. So, Kapitän absetzen. Den wollen wir natürlich nicht. Mit der Kapitulation. Ja, machen wir mal. Über Bord werfen. Über Bord werfen. Die werden wir versklaven. So, dann gucken wir mal, was wir Schönes an Bord haben. Naja, ein bisschen was an Nahrung, ne? Ein paar Waffen, das ist nie verkehrt. So, Ladung. Was haben wir denn hier? Ein paar Kanonen und das war's schon. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt bräuchten wir theoretisch ja mal schauen, das war unser Schiffsbaumeister, ne? Dann nehmen wir mal den hier. Dann haben wir es eigentlich. Haben wir gleich noch eine Korvette gekapert. So, hier können wir noch mal drehen. Hier schwimmt noch ein bisschen Ladung rum. Oh, die Ladung wollen wir natürlich nicht liegen lassen. Hier noch ein bisschen was einsammeln können. Oh, jede Menge Ladung sogar. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das so viel ist. Okay. Ich hoffe mal, dass wir genügend Laderaum frei haben, ne, um das überhaupt einzusammeln. Hier schwimmt auch noch was rum. Da drüben auch noch, wie es aussieht. Ach du Gott. Ist eine dolle viel Ladung hier, ne? Das ist ein bisschen dolle viel Ladung. Scheint alles von der Brick gewesen zu sein, die da hinten abhaut, ne? Aber hat sich schon mal gelohnt. Hm? Wir haben ordentlich Ladung eingesackt. Wir haben ein weiteres Schiff. Das war mal ein... Eine gute Begegnung auf Hafenebene hier. So, 90 mal Bohlen. Naja. Ist jetzt nicht mega atemberaubend, aber... So, dann wollen wir mal in den Hafen, ne? So, das hat sich auf jeden Fall schon mal sehr gelohnt. Hey, you! Yeah, you! I don't know you! Pamper your beloved with an elegant souvenir. Machen wir mal erst wieder das ganze Zeug, was wir nicht brauchen können hier, ne? Alles runter. Ganze Ausrüstung, die nicht gebraucht wird. Aber es ist interessant, ne? Mittlerweile haben wir ganz schön viel Auswahl hier. Dann der Kavalleriesäbel so. 18 bis 63, gar nicht mal so schlecht, ne? Der ist gar nicht mal so schlecht. Ach so, stimmt ja. Ich habe vorhin überlegt, warum wir nach Port-au-Prince wollten. Aber stimmt, wir haben diese Baupläne hier noch an Bord, ne? Die wir noch übergeben wollten.
Da war ja noch was. Die hatten ja noch Industriespionage bei den Holländern betrieben. Und die Schatzkarte haben wir auch noch. Wäre also dann auch nochmal in der Nähe. Oh. Das werden wir uns mal gönnen. Das hat sich ja mal richtig gelohnt. So, ich denke mal, hier können wir wieder ein paar von verkaufen. Mischung ruhig auch ein paar. So. Dann das ganze Kleinkram wieder, ne? Was wir nicht brauchen. So, dann sind wir wieder auf einem guten Punkt. Ich bin echt mal gespannt, wann wir den ersten Auftrag mal bekommen, eine Stadt anzugreifen, ne? Und zu erobern. Wir müssen dran denken, wir haben zumindest noch in der Hinterhand unser Schlachtschiff, ne? Das würden wir dann brauchen, um eine Stadt quasi zu erobern. So, dann wollen wir mal gleich. Dann wollen wir mal gleich unser gut neues Fernrohr ausrüsten hier, ne? Das Fernrohr. Wir haben jetzt ein exquisites oder ein ausgezeichnetes. Ein von einem Meister hergestelltes Fernrohr aus reinem Bergkristall. Nur die exklusive Version könnte besser sein. Durch das Fernrohr erkennt man Typ, Name und Geschwindigkeit des Schiffs, seine Beschädigung und Mannschaftsstärke, seine Bewaffnung und mit was sie geladen ist. Das ist schon mal sehr gut. Können wir im Prinzip unser altes Ferngleich direkt wieder verkaufen. Ne? Das hier. Hat uns im wahrsten Sinne des Wortes gute Dienste geleistet, aber hat ausgedient. Ne? So, dann gehen wir als erstes mal zum Lager, damit wir die Ladung wieder löschen können. Well, is there anything you need from me, Captain? Wäre natürlich nicht verkehrt, wenn wir hier mal vernünftig Lebensmittel kriegen würden. Ist auch nicht mehr atemberaubend viel da. Lebensmittel ist ein echtes Problem. So, was wir mal machen können. Ich will ruhig mal hier ein paar Medikamente verkaufen. Ganz so viele brauchen wir nicht. Kakao haben wir auch noch dabei. Runter damit. Gucken wir gleich mal durch hier, ne? Oh, Pulver ist genügend dabei. Tabak kann runter. Brauchen wir auch nicht. Wo wir natürlich auch gleich wieder gucken müssen, dass wir die Sklaven wieder loswerden. Im Idealfall werden wir die vielleicht sogar hier schon los. Zimt runter. Ja, Schmuggelware. Mist. So, San Antonio. Das ist unser anderes Schiff hier, ne? So, die kann jetzt, hier kann jetzt theoretisch alles runter. Können wir leer machen. Ja, gleich ein bisschen Kleingeld. So, damit dürfte das Ding leer sein. Theoretisch, ne? Dürfen jetzt bloß noch ein paar Kanonen an Bord sein, die jetzt noch ein bisschen Gewicht ausmachen. Bei der Santa Rosalia müssen wir mal gucken, was die so für Werte hat, ne? Müssen ja immer mal dran denken, gute Schiffe können wir eigentlich zur Not auch auf Kiel legen. So, sehr gut. So, dann ab zur Werft. Dann gucken wir mal, ob wir hier einen schmalen Taler für rauskriegen, ne? Reparieren können wir auch gleich wieder alles. So. Überschaubar, was wir an Schaden abgekriegt haben, ne? So, die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Können wir direkt komplett verkaufen. Naja, 15.000, knapp 16.000 Piaster, ne? Ist ein okayer Preis. So, und dann hier die Corvette. Was hatten die so? Naja, hat sie schon erledigt, ne? Maximale Kalibergröße plus 16 Pfund. Damit für uns schon mal leider Gottes komplett
uninteressant. Aber 77.000 Dings für gekriegt, ne? Guter Preis. Mal gucken, was die hier so im Angebot haben. Na gut, das sind bloß die Schiffe, die wir selber hatten gerade, ne? Nichts Interessantes. So, dann gucken wir nochmal in die Taverne. Gucken nochmal, ob wir Mannschaft brauchen. We've got the softest beds in town. So. Ja, hat's einen erwischt anscheinend, ne? Und bei dem Schiff hier hat's vier Mann erwischt. Dann schauen wir uns mal gleich ein paar neue News. So, es geht um unser Geschwader. Es war auf einer kurzen Belagerung der spanischen Kolonie von Cartagena. Oh, okay. Interessant. Gibt's sonst noch irgendwas Neues? Okay, mehr kriegen wir nicht raus. Aber eine interessante Info, die wir gekriegt haben, ne? Können wir auch nochmal gucken? Nee. Schmuggler brauchen wir im Moment erstmal nicht. Und Offiziere haben wir auch eine. Okay. Oh, haben wir erstmal alles. Müssen wir mal gucken, wo wir den nächsten legendären Offizier mal finden, ne? Oder Kapitän, besser gesagt. So, sind wir eigentlich erstmal wieder einsatzbereit, ne? Wir haben zwar immer noch das leichte Problem mit den Lebensmitteln. Speichern wir mal schnell nochmal zwischendurch. Machen wir uns mal wieder auf die Socken. Aber interessant, aus der Richtung Cartagena kommt also ein Konvoi, der entsprechend viel Beute an Bord haben soll. Das ist eine Info, die gar nicht mal so schlecht ist. Ich meine, es sind Engländer, ne? Mit denen dürfen wir uns eigentlich im Moment nicht anlegen. Aber wir gucken mal, ob wir die Flotte hier wieder hier in den Hafen gelockt kriegen. Richtung. So, spanische Patrouille aus 3 Schiffen. Ah, das sind aber nur kleine Schiffe, wie es aussieht, ne? Sieht jetzt nicht so aus, als ob das interessant für uns wäre. Das sind nur ganz kleine Schiffe. Die scheinen auch schon abzudrehen. Ah, die scheint sich schon zu verkrümeln. Ist aber witzig, dass die kleinen Schiffe bis auf Mannschaftsschaden gar nicht mal so viel Treffer abkriegen anscheinend. Beschleunigen wir mal ein bisschen, mal gucken, ob die sich verkrümeln. Oh, zumindest brennt das eine Schiff schon mal, ne? Hat schon ordentlich was abgekriegt. Was sind denn das für Schiffe? Können wir mal gucken. Schoner. Und noch ein Schoner. Ach du Gott. Lohnt sich ja wirklich mal gar nicht. Mittlerweile wird sogar schon Nacht. Ärgerlich, dass die nicht abhauen irgendwie, ne? Ich hätte halt gerne auf See mal geguckt bei der Seeschlacht, die da war.
Naja. Dann müssen wir, glaube ich, doch noch mal kurz mit eingreifen. Oh, das scheint hier aber irgendwas Größeres zu sein, ne? Das ist eine Galeone oder irgendwas. Das hätten wir. Ja, scheint das schon erledigt zu haben. Und wir müssen noch mal ein bisschen gucken wegen Loot. Ganzen Toten noch looten hier. Ja, guck mal hier oben noch mal. Hier liegen auch noch ein paar rum. Ist kurios, dass hier immer Schuhe rumliegen. Haben alle Schuhe dabei. Lasst mich da durch. Ich muss da ran. Ja, guck mal unten nochmal. Das finde ich halt wirklich eine coole Neuerung hier mit dem Loot-System. Es lohnt sich wirklich mal auch mal die ganzen Bereiche des Schiffes nochmal durchzugucken hier, ne? So. Auch noch toten Spanier. Jede Menge extra Loot, so gefällt mir das. So, mal gucken, ob hier oben noch irgendwo jemand liegt. Ja. Ja, gut. So, dann noch den Kapitän ausknipsen. So. Kurze Angelegenheit gewesen hier, ne? Mal gleich nochmal die ganzen Loot-Objekte durch hier. Oh, das ist schon mal gelohnt. Naja, gut, die Schiffskasse ist natürlich eine Katastrophe. Ansonsten gibt es auch nichts mehr weiter zu looten. Oh, der hat diesmal eine ziemlich kärgliche Versorgung hier an Bord seines Schiffes anscheinend, ne? Es wäre mal interessant zu wissen, ob diese Ausstattung mit Lebensmitteln widerspiegelt, wie viele Lebensmittel an Bord des Schiffes sind, ne? Dass man daran sozusagen einen Anhaltspunkt hätte. So, eine Galeone, Stufe 4. Müssen wir mal durchgucken, was wir hier so an Bord haben. Lebensmittel haben wir auf jeden Fall, Waffen haben wir. Und Ladung leider gar nichts. Das kapern wir ruhig mal. Da haben wir uns wieder unser Navigator. Macho? War er hier, ne? Komm mal in den Hafen, dann können wir entsprechend oh, müssen wir mal gucken, ob wir schon in den Hafen reinkommen. Müssen wir mal gucken. Ich würde eigentlich ganz gerne. Ah ja, passt. Okay, kommen wir im Moment. Kommen wir im Moment nicht rein, weil anscheinend noch zu viele gegnerische Schiffe in der Nähe sind. Dann müssen wir manuell kurz in den Hafen segeln, ne? Galeone ist noch zu dicht dran am Gegner. Das ist natürlich uncool. Die soll mal aufschließen hier, ne? Und sich aus dem Kampf zurückziehen.
got company, Captain. Ah. Das ist immer ein bisschen ätzend. Die KI ist halt echt nicht die beste, muss man halt leider sagen. Gerade was verbündete Schiffe angeht. We've got company, Captain. Ah, hier kommt aber auch nicht hinterher, ne? Hier geht's straight erstmal schön weiter. We've got company, Captain. Ja. Irgendwie ignoriert unser Begleitschiff unsere Anweisungen. Ne? Die sollen eigentlich aufschließen, aber irgendwie interessiert die das gerade reichlich wenig. Ah, jetzt. Hold it! What are you doing here? So, dann gucken wir mal ganz schnell. Are you bored or something? Beziehungsweise, ich werde mal hier schon mal eine kleine Folgenpause einschieben. Ich werde dann zwischen den Folgen Ladung und Schiff schon mal wieder verkaufen. Und dann können wir wieder in der nächsten Folge direkt wieder Segel setzen. Wir müssen mal gucken, wir brauchen ein bisschen Lebensmittel, ganz dringend sogar, damit wir unsere längere Seereise Richtung Port-au-Prince wieder weiterführen können. Ne? Und von da aus dann sowohl den Schatz bergen können, als auch die geheimen Schiffsbaupläne der Holländer an unsere Marine weitergeben können. Gerne wieder fleißig Stürmchen drücken, kommentieren. Also sprich, ein bisschen Liebe auf dem Kanal lassen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier bei Sea Dogs City of Abandoned Ships. Bis dahin bleibt mir schön gesund, drin gehauen und ciao, ciao.